War ja klar. Den letzten Zug musste ich natürlich in einen extra Part reinhauen. Das war ja sowas von klar. Werde ich den ja so ein bisschen auskosten, dass dieser Part nicht nur irgendwie so 2 Minuten kurz ist oder so. So, während deiner Main-Phase kannst du diese Karte vom Spielfeld auf die Hand ihres Besitzers zurückgeben, während des Damage Steps eines beliebigen Spielers. Wähle ein offenes Lichtmonster, kämpft. Wenn ein offenes Lichtmonster kämpft, das du kontrollierst, kannst du diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen, um dieses Monster bis zur Endphase Angriff in Höhe der Angriff des gegnerischen Monsters, gegen das es kämpft, erhalten zu lassen. Ich weiß den Effekt auch so, aber ich wollte das nur mal gesagt haben, weil wegen bisschen, damit der Bart bisschen größer wäre. Nächste. So, beschwören. So machen wir das hier mit dem hier, so mit dem Burner hier. Ja, Leute, was soll ich sagen? Kriegerdeck hat gefailt, während dieses Ausrüstungsdeck perfekten Sieg gebracht hat. Ihr habt nicht einen Lebenspunkt verloren, Leute. Ich muss sagen, das Ding hat jetzt wirklich gerockt. Allerdings auch nur, weil ich da Monster bekommen habe, während das Kriegerdeck mir keine Monster gegeben hat. Ganz klar. Dann kann man ja auch nicht, dann nicht gewinnen, ist ja klar. So, was sagt denn der Yugi? Tut mir leid. Ich war wohl abgelenkt. Oder so ähnlich. Ja, Ausrede, ne? Sache auch immer. So, jetzt, nachdem wir einen Spieler immer besiegt haben, erhöht sich der Freundschaftsgrad. Was genau das damit aussieht, kann ich euch noch nicht sagen. Und der Name des Deckes wird dann auch hier eingetragen, weil noch ist es ja, ne, steht noch nichts. Und erst nach einem Sieg wird es halt dann eingetragen, der Deckname. So, 2 Duelle, eine Niederlage, ein Sieg. Tja, leider kriegt man da keine Karten, wenn man gegen die gewinnt. Da muss man dann schon tatsächlich hierhin gehen. Wenn man jetzt hier, man kann hier eigene Duelle erstellen, um gegen echte Spieler, die man hier zum Beispiel sieht, anzutreten. Rot bedeutet, dass sie gerade im Duell sind. Weiß, dass sie halt entweder auf Duellsuche sind oder auf ein Duell noch warten, keine Ahnung. Entweder kann man hier selbst eigene Turniere erstellen, was ganz nett ist. Wo kommt, geht's hier raus? Oder man kann, na, hier gibt es halt immer so die neuesten Infos von Yu-Gi-Oh! Des Weiteren hier im Stadion sieht man, wenn offizielle Events sind. Oh, es ist tatsächlich sogar ein Event. Duelist Trial. PvP Single Modus Turnier. Solche Turniere kann man nur spielen, wenn man Duelist Premium hat. Das ist, wenn man einen Booster Pack aktiviert hat. Ich sag mal so.